Einen schönen guten Tag, mein Name ist Roxana Pelker, ich bin Reinigungsexpertin bei Helpling. Heute möchte ich Ihnen gerne 5 Tipps mit auf den Weg geben, wie Sie den Frühjahrsputz besser bewältigen können. Mein erster Tipp für den Frühjahrsputz an dieser Stelle ist: Vorbereitung ist das A und O. Habe ich alle Reinigungsmittel und Utensilien zu Hause, die ich benötige für den Frühjahrsputz, um unnötige Unterbrechungen zu vermeiden? Was möchte ich gereinigt haben und bis wann möchte ich das gereinigt haben? Sollten sich mehrere Personen im Haushalt befinden, machen Sie sich bewusst, wer was macht und teilen Sie das genau ein nach dem Motto: Jeder macht das, was er am besten kann. Tipp 2 für den Frühjahrsputz: Ziel nicht aus den Augen verlieren. Lassen Sie sich nicht ablenken von schönen Hochzeitsbildern oder alten Postkarten, sondern machen Sie sich immer wieder bewusst, was Sie vorhaben. Setzen Sie sich eine Frist, laden Sie sich eine Freundin nach Hause zum Kaffee ein. Somit können Sie sicherstellen, dass Sie bis dahin den Frühjahrsputz auf jeden Fall beendet haben. Allerdings sollten Sie sich auch nicht überfordern. Das würde natürlich Ihre Motivation nicht unbedingt fördern. Also nehmen Sie sich für jeden Tag nur einen Raum vor. Tipp 3 an dieser Stelle ist die Orientierung. Reinigen Sie von oben nach unten. Der Schmutz von oben wird nach unten fallen, somit ersparen Sie sich unnötiges Wiederwischen von einem Regal zum Beispiel. Genauso ist eine andere Art der Orientierung auch von links nach rechts zu reinigen. Das heißt, Sie fangen beim Lichtschalter an und enden auch wieder beim Lichtschalter. Somit haben Sie sichergestellt, dass Sie nichts übersehen haben. Der 4. Tipp für den Frühjahrsputz: die Reinigungsmittel. Kaufen Sie sich ein Reinigungsmittel, was besonders gut riecht oder welches Sie schon immer mal ausprobieren wollten. Somit haben Sie ein kleines bisschen mehr Motivation, mit dem Frühjahrsputz zu starten. Alternativ können Sie den Haushalt auch sehr nachhaltig reinigen mit Essig, Zitrone und Backpulver. Hier freut sich Ihr Geldbeutel und die Umwelt auch. Zu guter Letzt der 5. Tipp: Stellen, die gerne vergessen werden beim Frühjahrsputz. Hierzu gehören die Küchengeräte, der Kühlschrank und die Mikrowelle. Ganz wichtig ist, dass diese gründlich auch von innen gereinigt werden. Beim Kühlschrank ist es besonders darauf zu achten, dass die Gummierungen und alle Fächer ordentlich gereinigt werden. Gerne werden auch Textilien im Haushalt vergessen, zum Beispiel der Teppich im Flur oder die Gardinen. Wenn Sie die Gardinen gewaschen haben, hängen Sie diese unbedingt feucht auf, somit ersparen Sie sich lästiges Bügeln. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.